So, schaut mal. Wir zeigen euch hier gerade eine Königin, die ganz frisch von ihrem Begattungsflug zurückkam. Die Königin ist jetzt begattet in ihr Bienenvolk zurückgekommen. Und wir können das dann tatsächlich an den, ja, das ist ja eigentlich die ausgerissenen Geschlechtsteile der Männchen, die hängen der Königin noch in der Vagina drin. Und die Bienen tupfen das jetzt natürlich ab. Das heißt, die Königin hat jetzt ihre ganzen Spermien schon in der Spermatheka drin. Und die wird jetzt dann in den nächsten paar Tagen anfangen, hier die Eier zu legen. Ja, war jetzt übrigens von uns ein Glückstreffer, weil im Regelfall sieht man das nicht. Da muss man echt wirklich Glück haben, sowas zu entdecken, dass die Königin genau in der Sekunde vom Begattungsflug zurückkommt, wenn man gerade als Imker das Bienenvolk aufmacht. Also so sieht es dann aus und macht euch da keinen Kopf, dass die Königin kaputt ist. Das ist halt so. Das sieht halt genau so aus. So, jetzt habt ihr es auch mal gesehen. Ciao.